Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen und Rollenspielfreunde da draußen. Wir sind immer noch hier unterwegs mit der Catherine. Und wir sind bei den Magiern gelandet. Was seid denn ihr für Typen hier? Hier in King's Bounty 2. Und wir schauen uns gerade eben jetzt hier mal um, was wir hier noch alles finden. Der Erasmus ist hier. What do you think of this marvel? The first prototype guardian golem. First, and until a certain component is found, also the last one. I hope this wise old man is satisfied with his new toy. Didn't you recognize the man? That's his Serenity, Archmage Kaythorn. Of course I did. I wish to speak to him about the Mage Factory. Oh, that's out of the question right now. First, the Archmage is deep in meditation. He dislikes being interrupted. Second, the Archmage is in low spirits. As his disciple, I assure you, 'tis better to wake a dragon than face him in such a state. Okay, darum kümmern wir uns später. Ich will mich erstmal umgeschauen haben. Wobei, wir können ja mal gerade immer schauen. Der verschwundene Lehrling. Machen wir das Ding halt schon mal an. Ein alter Schüler. Twinkle, twinkle, little star. Sorry, I got distracted. Are you interested in astronomy? Yes. I monitor the glow and color of the stars, for such is my discipline. I can see you've come from afar. The road that lies ahead of you is also long. Longer than the road here? I doubt it. I have a map to a dungeon. It is full of magic artifacts and ancient treasures. I had once thought of going there myself, but I see now that this will never happen. Magic artifacts, you say? Is this map for sale? Of course. It's yours for a mere handful of gold coins. Ach, der ist das. It's not so far-fetched to think an ancient mage is... How wonderful. You're rich. For now, I'm a handful of coins poorer. Thank you, though. That map is more than just a dusty old bit of vellum with an X on it. It is a dream. May it come true in your hands. Das ist doch garantiert Scam gewesen, oder? Also ganz im Ernst. Ich bezweifle, dass das auch nur ansatzweise mich jetzt irgendeinem Reichtum näher bringt. Sondern ich glaube, das hat ihm lediglich einem gewissen Reichtum näher gebracht. So, jetzt gehen wir erstmal wieder da drüben hin. Beziehungsweise, ich will nur mal gucken, aber ich glaube, hier kann man nicht rein. Ne, ich kann nicht mal bisher vorlaufen, okay. Magische Wände! Unfassbar. So, hier geht's um eine Schriftrolle, innere Flamme. Nur für den Fall, dass der Spieler auch bis zu diesem Zeitpunkt sie noch nie gefunden hat. Mhm. Avialus Salbe. Keine Ahnung, was die tut. Es ist mir auch egal. So, okay, also ganz im Ernst, man muss sagen, die Magier, die wissen, wie man lebt. Das hier ist eine wunderschön dekadente Wohngegend. Und eigentlich ist dieses Gebiet, es schreit geradezu danach, dass hier ein Kampf irgendwann mal stattfindet. Alleine dieser große Platz hier, ne? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Dieser Platz schreit nach, das ist ein Kampffeld. Von der Größe her. So, wir suchen jetzt auf jeden Fall, Moment, in diese Richtung, weil da waren wir noch nicht, weiter. Da kommt sogar nochmal eine Straße, Wahnsinn. Und hier, Moment, was ist das? Ein Brief. Meine Rose, ich kann dir einfach, nicht einfach so eine magische Brieftaube schicken. Man darf Mana nicht ohne guten Grund verbrauchen. Auf Geheiß seiner Rauheit, nichts überrascht mich mehr. Ich werde zur Zaubermanufaktur gehen, um die Barriere aufrechtzuerhalten. Ich muss sofort aufbrechen. Die Gruppe, der letzte Gruppe der Magier ist früher als erwartet zurückgekehrt. Und das vollkommen erschöpft. Vergib mir dein L. Okay, Mana darf nicht verschwendet werden. Interessant. Dafür habe ich jetzt inzwischen eigentlich überraschend genug. Und der verkauft tatsächlich endlich mal so Elementargefieche. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum die hier auf... Ja, egal. Also hier gäbe es Wächter-Golems.
Die ist halt auch, das ist halt so ein Einzelmodell. Was ist ein Stufe 4 Monster? Magische Kreatur. Saboteur kann auf Distanz angreifen. Distanzangriffe werden geblockt, falls sich ein Feind... Riese. Rüstung plus 2 für weitere Rieseneinheit in der verbündeten Armee. Feuerwiderstand. Giftwiderstand. Elektrisierender Pfeil. Okay. Und er ist teuer, das knallt. Steinelementare sind mega gut. Eisengolems waren ganz okay. Holla, die Waldfee. Aber das Problem ist, dass ich noch keinen Grund sehe, mir so etwas zu holen. Allein schon wegen der Kosten. Noch habe ich eine Armee, die funktioniert. So, wir sind mal durch auf der anderen Seite. Ey, geil, guck mal, ne? Magisch blau. Schauen wir uns hier gerade mal nochmal in die Umgebung um. Ich bezweifle... da ist doch was. Genau, alleine deswegen sehen wir uns um. Aber hier kann ich nicht weiter runter. Das war der eine Loot, den wir hier bekamen. Vielleicht ist da drüben noch mehr. Aber ich habe so das Gefühl, alleine schon von der Belohnung, die ich jetzt hier so bekommen habe, an Mana, dass wir jetzt hier vielleicht aus dem Gröbsten so langsam raus sind. Jetzt müssen wir bloß dafür sorgen, dass es halt auch geldtechnisch vorangeht. Da ist auch das... Ah, die Taverne zur Schnatz und den Gans. Da muss ich jetzt auch rein. Hier gibt es schon wieder neue Quests. Hi. Hey, have you seen someone named Fontaine? Yeah. He rushed in here just a little while ago. Scared stupid. He's hiding in the backyard, terrified someone's gonna come for him. He's a jittery fella. Ausgezeichnet. Dann. Sehen wir halt mal in der Nähe der Taverne nach. Aber vorher sehe ich in der Taverne nach. Denn der Typ hier, so sehr er auch putzt, scheint jede Menge geilen Crap zu haben. Come out. I know you're there. Yeah, right. So you can beat me too? Comos the Smith is very eager to see you. I know. That's why I'm hiding. In that case, I'll have to shake you out of there. Do you hear? Okay. That's better. Why are you so stubborn? I'm trying to stay away from Comos. I got beaten once already today. I don't need a licking from him, too. Mm-hmm. So you're the victim. Interesting. Who beat you up? These bandits at the fair. I left the carriage behind, too. Bandits? You'd better go see the blacksmith and tell him everything. But you don't know Comos. He won't listen. I abandoned his carriage and tools. Well, that's all it'll take for him to judge me guilty. These bandits you ran into, are they still at the fair? No idea. I ran for it once the brawl started up. People were being beaten, stalls, trashed, things stolen. I just ran. I'm not ashamed. My life is worth more than a box of tools. Okay, also dann soll ich nach dem Werkzeug jetzt suchen. Das heißt, ich muss wieder zurück. Nehme ich mal an. Nee, findet Palatin. Da muss ich übrigens auch nochmal hin, ne? Da muss ich den Weg nochmal irgendwie hinfinden. Eigentlich möchte ich jetzt erstmal die Quests machen, die ich jetzt noch hinter mir gelassen habe. Deswegen kehre ich jetzt hier nochmal zurück. Wir haben jetzt hier die Schnellreise dahin und ich darf auch nicht vergessen. Ich muss halt noch Palatinus befragen. Komm, ich. Gaul, wo bist du? Gaul? Okay, plötzlich in mir? Das klang falsch. So, wir reiten jetzt erstmal wieder rein. Ich wette, ich werde hier wieder verlangsamt, ne? Tatsache. Es ist so bitter, wenn ich so drüber nachdenke. Also gut, wir suchen jetzt den Palatinus. Mein Gott, ist das langsam. Ist das hier Palatinus? Please, Albert, do not utter that. So what do you need?
I am seeking a mage named Palatinus. You two paid him a visit the night before the disaster, did you not? Oh no. Ursula. Calm your britches, Albert. I will tell them everything. Palatinus is a famous alchemist, a genius, in fact. We ordered a rejuvenating potion from him for Albert's mother, and paid a good price for it. But when we came to collect the potion, Palatinus had fled, leaving us empty-handed. That was about the same time the panic started. The hubbub, the shouting. We only escaped by the seams of our stockings. Oh, nein. If you're still here, Palatinus must still be nearby. Any ideas where he might be hiding? He was seen in the vicinity of the tower several times. It is rumored he's completely lost his mind, overwhelmed by illusions and arcane fixations. I must admit, we've given up any hope of getting our money back. Palatinus is both insane and dangerous. It would be better if someone else found the wizard and took care of him without our help. Someone who would be a match for him. What does that mean? Ich glaube, wir sind so ein Match für ihn. Ich gucke jetzt gerade eben mal, dass ich diese Palatinus-Sache kurz mal hinbekomme. Ist das die Saat des Verrats? Genau. Wir machen jetzt einfach mal ganz, ganz kurz das da. Und das führt mich... dahin. Okay. Nee, da will ich gerade eben tatsächlich nicht hin. Da will ich jetzt gerade eben nicht hin. Dann reiten wir mal wieder zurück. Wie gesagt, da unten waren auch nochmal zwei Quests, die ich gerne gemacht hätte. Und ich weiß jetzt gerade eben nicht, was der schnellste Weg ist. Ich glaube, das ist hier wahrscheinlich immer noch jetzt relativ egal. Aber hier bin ich auch nie hingegangen, ne? Doch, da war ich. Da war ich. Da habe ich dieses komische Questline gemacht mit Folge diesem komischen schwebenden Zeichen in der Luft, die dich zurücksetzen, wenn du den falschen anklickst. So, erstmal schön über den Rasen trampeln, Pferdeäpfel abseilen und dann weitergehen. Und dann behaupten, das ist Dünger. Also nicht beschweren. Ich dünge euren Kram. So, hier gibt es übrigens noch mehr, wo ich noch gar nicht so richtig gewesen bin hier in diesem Gebiet. Das schaue ich mir natürlich jetzt auch nochmal an. Uah, das ist fast schwindig geworden, gerade beim Absteigen. Weil die Kamera so eine weirde Fahrt gemacht hat. Das ist de facto ein Spielplatz. Kreativ gemacht. Und was ist mit dir? Oh. Oh. Oh, I used to have a quest for you, but the developers did forget to give it to me. Moral! Oh, 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 oh. Das ist ein neuer Zauber, den ich noch nicht kenne. Wo ist der? Lehmgolem beschwören haben wir da auch noch mit drin. Innere Flamme, Meteor. Giftschädel. Ach Gott, nee, das ist so ein One-Use-Only-Teil. Oh, wie mies. Ich hatte gehofft, ich bekomme ja einen Zauber, den ich regelmäßig benutzen kann. Ja, der wäre wahrscheinlich zu stark gewesen, ne? Okay, also, dann kommen wir jetzt hier wieder in so eine Verderbtheit. Lol. So sieht's also aus. deren Abwasserleute löst das hier aus, ey, ich sag's euch. Das ist schlimmer als jeder Ausstoß eines Kohlekraftwerks oder eines AKWs. Chapeau, liebe Entwickler. Das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig augenöffnend gemacht hier an der Stelle. Oh, was haben wir da denn? Da leuchtet was. Das wird sicherlich nochmal wichtig, wenn das hier so leuchtet. So, wo muss ich denn jetzt noch hin? Ich bin ja... Da oben ist irgendwie da jetzt eine Quest. Also irgendwie hier. Ach. Hi. Die Yvonne. An immobilization spell. Why do I get the feeling this was a man's work?
I should take a look around. Sie kann sich nicht bewegen. A mana potion. Popular with young mages. Okay, ja. Was bekomme ich hier noch Schönes? Das wird jetzt halt wieder nicht angezeigt, was ich hier gerade bekommen habe, ne? Okay, also ich soll mich jetzt hier umschauen. Ich denke, dass ich diese Quest jetzt auch tatsächlich erstmal nochmal aktivieren werde. Das mit der Yvonne. Da. Ein zweites muss ich noch. An immobilization spell. Okay, also ich soll mich weiterhin umschauen. Demnach muss hier ja wohl noch irgendwo was rumliegen. Da. Yvonne, mein Herz, ich werde für einige Tage fortgehen. Es wird eine anspruchsvolle Reise für mich werden und unglücklicherweise darf ich dir nichts Genaueres darüber sagen. Ich würde dir gerne vor meiner Abreise noch einmal treffen am gewohnten Ort. Gut. Mein Schatz, ich wünschte, ich würde dich nicht aus meiner Umarmung freigeben müssen. Corinthe. So far, the evidence points to the tower. That's where the culprit must be. Ja, immerhin haben wir das schon mal gefunden. Da unten ist mal irgendwie was zum Looten. Wobei, wo exakt? De facto gucke ich direkt drauf und sehe nichts. Ach, da! Boah, das ist ein schönes Goldsäckel gewesen. Na, ist schon geil, wie der Gaul sich immer verstecken kann hinter solchen kleinen Gemäuern. So, also, diese Quest haben wir jetzt auch. Ich reite hier gerade eben bloß erstmal den offiziellen Weg zurück. Ich will nur mal schauen. Ich komme da halt nicht runter, ne? Das ist wieder so ganz blöd. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Es sieht auf der Map so aus, als ob man da einfach hingehen könnte, aber es ist halt nicht der Fall. So gut, da habe ich noch was entdeckt. Es leuchtet die Gülden in meinen Augenwinkeln. So. Hoppeldi-woppeldi-wopp. Galopp. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt, was da passiert ist mit dem Mädel. Ach ja, die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Fußgängerzone. Schrittgeschwindigkeit. La-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Entschuldigung. Were you the one who disturbed the elemental spirits? Nein. Du bist derjenige, oder? Eager to boost your power, enhance your self-esteem and efficiency, reach new heights? Magic has everything you need. Do people really buy into this? Where can I find the mage Carances? Ah, I see. His house is to the left of the tower, overlooking the main square. Thank you. Also gut, irgendwo da vorne demnach. Ja, schade, dass man hier echt nicht schneller laufen kann. What does that mean, dear heart? Das wird wohl da unten sein. Sein Haus überblickt den Markt. Das sieht aber momentan nicht so nach Überblicken aus. Das bist du, oder? I can't speak right now. I can barely move, see? There's so much to do. I stumbled upon a girl in the woods. She was bound by a spell. Ah, Yvonne. It's totally harmless. She won't even age while she's frozen there. Her beauty awaits me. You know, Carances, wow. I've met possessive people before, but this is a whole new level. I was frightened. I worried that she'd leave me if she was free to. Either I incinerate you here and now, or you tell me how to lift the spell. You have 3 seconds to decide. Yeah. Just stand before her and speak the word care aloud.
She'll become animate again at once. Listen, life has been hard on me of late. Perhaps I shouldn't have done it, but I feel as though I'm barely alive right now. We were casting the spell for several days straight, pouring mana all over the quarantine dome over Monpatri. Please, I want to apologize. Bring this unwilting bouquet to Yvonne. I enchanted it for her. Will you do this for me? Alter Falter, ey, ohne Witz, also das ist ein Niveau, ey, Leute, das ist K.O.-Tropfen-Niveau, was der Typ hier gerade eben abgezogen hat. Was für eine unfassbar widerliche Aktion. Und dann will er sich noch rechtfertigen. Sag mal, kann ich den nicht verdreschen oder so? Nee, ich verweigere ihm die Anfrage. Ey, ohne Witz, nee, das mache ich nicht. Da ich sehe es gerade eben, das ist eine. Ich werde definitiv nicht für ihn die Entschuldigung überbringen. Du mieses Dreckstück, du. You expect me to apologize for you? No way. And don't you speak of the Mage Factory to me. You. Oh, well. Wisst ihr, vor allem, weil er hätte es ja auch schon machen können. Aber er kommt jetzt erst auf die Idee, sie freizulassen, nachdem wir ihn konfrontiert haben. Das ist nicht irgendwie so eine Einsicht, sondern, ach scheiße, man hat mich erwischt. Wisst ihr, was ich meine? Das hat nichts mit, ich meine es ehrlich zu tun. Meine Fresse, ey. Schade, dass ich ihn nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, selber so lähmen kann oder irgendwie den Behörden übergeben kann. Ist ja unfassbar. Ey, das ist, das war jetzt hier gerade eben echt die Moralfrage schlechthin. Die Gretchenfrage, wie steht's um deine Moral? Und er so, nein. Moral, was ist das? Unfassbar. Okay. Dann holen wir die Yvonne da mal raus. Pferd? Pferd. Gut. Gibt's ja nicht. Ey, ohne Witz, das ist halt auch Hardcore-Folter, ne? Also, man braucht nicht viel Fantasie haben, was da los war, ne? Also, das ist... Das war schon... abgefuckt auf einem ganz anderen Level. Um Gottes Willen, ey. Das hat für mich schon so 16-Plus-Niveau. Also von der Altersfreigabe her. Mindestens. So, holen wir sie raus. Gibt's ja nicht. Care. It's all right now. What happened? Your sweetheart put a tiny little spell on you. You've been under its effects for several days. By the gods. Ugh, my head is spinning like a top. Ugh. Okay, das war's dann schon? Ja, das war's, okay. Immerhin haben wir dir helfen können. So, hier fehlt noch ein bisschen was. Wir haben jetzt 2030 Punkte. Dauert nicht mehr viel und wir könnten ja noch sogar noch einen dritten Reiter hinzufügen. Das gibt halt wieder einen ordentlichen Machtsprung hin, ne? Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Und ich möchte jetzt diese Quest da unten machen, die mir die ganze Zeit angezeigt wird. Aber in gewisser Weise auch verweigert wird. Ey, also ohne Witz. So etwas beschäftigt mich dann meistens noch so ein bisschen. Weil man halt weiß, also klar, es gibt keine Magie, ne? Aber das ist halt für mich halt echt dieses Niveau K.O.-Tropfen. Das ist unfassbar. Einfach unfassbar. Dafür gibt es auch einfach keine... Es gibt für so etwas keine Entschuldigung. Es gibt für sowas keine Rechtfertigung. So, oh, ich hatte einen harten Tag, oh, ich hatte eine harte Zeit, deswegen habe ich mir gedacht, ich quäle jemanden anderen und vergnüge mich mit ihm oder ihr, weil das ist ja dann Karma. Nein, ist es nicht. Also wie gesagt, hier kommt man nicht runter. Oder? Nee.
Ich muss gerade mal schauen, wie komme ich denn da nochmal hin? Ich glaube, dass ich dafür hier komplett um diesen Kram hier rum muss. Also jetzt hier so links runter. Aber ich rate gerade nur. Hi. Nee, das ist es auch nicht. Wir waren doch da schon mal. Wie kam ich denn da hin? Oder warte mal, ich musste vielleicht von da unten, also genau, hier dadurch. Was, bin ich ja schon wieder so weit weg? Doch, da. Da ist die Brücke. Heiliges Blechle. Es sieht halt so nah aus, ne? Aber ist es dann halt am Ende nicht. Wobei, jetzt bin ich so nah jetzt hier wieder an dem Skelettbogenschützenhändler, dass ich mir diesen Skelettbogenschützen hier noch schnell hole. Wenn ich sowieso gerade eben hier bin. Dann schauen wir mal, was du mir hier anzubieten hast, mein Bester. Du hast mir nach wie vor Skelettbogenschützen anzubieten. Wie gesagt, das sind die normalen Ghule, ne? Woanders haben wir die alten Ghule entdeckt. Ja, Hauptsache, ich habe hier nochmal einen weiteren Skelettbogenschützen. Was? Sag mal, was hat denn das Pferd mit seinen Hinterbeinen? Es versucht halt immer quasi irgendwie im Wasser zu stehen, dass der Rücken immer im Wasser ist, ne? Also immer gerade, eine waagerechte Linie. Das geht aber ordentlich auf die Federung von dem Gaul, ich sag's euch. So, Parnak. Da waren wir schon, das war dieser verfluchte Ort. Und jetzt? Wow. Hängen geblieben. Ach, jetzt ist er hier. Jetzt muss ich das hier wahrscheinlich auch noch irgendwie clearen, oder? The Blight is here as well. It devours Nostria. But we will buy some time. After all, we will have allies. Whom do you summon now? Neither light nor darkness dwell in the Blight. Therefore, even the kings of the dead come to fight against the devouring void. Moraine is a witch of the Serpentines, who became an immortal lich. Go and fight! Okay, dann machen wir das halt auch noch schnell. Was soll schon passieren? Außer, dass man es nicht hinbekommt. Das Gute ist, das Spiel macht immer ein Autosave. Ich muss gar nicht von selber speichern an der Stelle. Okay. Das sind Ghule. Okay, ich habe jetzt hier dreimal Ghule und einmal Geister. Und ich kann zaubern und sie nicht. Bin ich versehentlich rausgegangen. Ich habe Escape gedrückt. Das wollte ich nicht. Aber da können wir uns gerade mal anschauen, wie das aussieht. Ja, ich gehe wieder rein. Wie gesagt, das war ja gerade ein Versehen. Ich habe keine Ahnung, dass mit den Ghulen jetzt hier gut laufen wird. Es sind sehr viele. Natürlich haben sie da oben Fernkämpfe. Ich möchte herauskriegen, ob ich mit denen da oben... eins, zwei, drei. Also wir haben auf jeden Fall die höhere Initiative und das bei weitem. Du gehst noch dahin. Kannst hier ein paar Einheiten ablenken. Gut, Kampf beginnen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier an Zaubern haben. Seuche, Unwissenheit, Wehrlos, Wahnsinn. Die Einheit greift die nächstgelegene Einheit an, sobald sie am Zug ist. Einheiten haben Initiative plus 3. Das ist, glaube ich, der beste Weg, dass sie hier direkt vielleicht die Caster angreifen. So, dann kannst du dahin gehen. Ich will herauskriegen, ob ich diesen Schockangriff hier machen kann. Oder kannst du dahin gehen? Du könntest dahin gehen.
Die sind auf jeden Fall als nächstes dran. Wisst ihr was? Ich verzögere. Genau, die hauen es da drauf. Und knüppelt schon mal hier an einige der Ferntemper in die Hölle. Das hat gesessen, Freunde. So, jetzt möchte ich, dass du dahin gehst. Die von der Seite attackierst. Das hat auf beiden Seiten einen gekillt. Jetzt machen wir das dann noch. Gut. Und jetzt seid ihr noch dran und macht den hier voll weg. Dann haben wir schon mal so eine Hundetruppe einfach weggemacht. Okay, also ich sehe, eine große Zahl an Ghulen ist schon was wert. Au, fuck. Also gut, Mädels, ihr geht jetzt mal dahin. Stimmt, die können natürlich alles durch. Vergesse ich immer wieder. So, die Nummer 1, Teleport. Nein, Nummer 2, Schrei. Was macht Schrei? Kann gegen feindliche Einheiten Angst verursachen, betäuben. Initiative und Tempo auf 1 reduziert. Verursacht Schaden. Das war nicht gut. Okay, jetzt weiß ich immerhin, dass es auch meine eigenen Leute trifft. Habe ich gerade wieder was gelernt, aber es ist noch nichts verloren. Ich darf nochmal angreifen, wie geil. So, da hat die Fäulnis zugeschlagen. Ich kann es aber trotzdem nochmal hier Seuche machen. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur die verzaubern, ne? Unwissenheit. Die Initiative reduzieren. Das lohnt sich hier null. So, ich darf gleich nochmal. Wie geil. Sehr nice. Jetzt kommen die da runter und sind wahrscheinlich stinksauer, dass ich jetzt hier diesen Angriff auf sie durchgeführt hatte. Ah, wir verlieren wieder einen. Es ist so ätzend. So, wir sind dran. Ne, die sind dran. Die schießen gerade eben hier nochmal. Also ich kann mich jetzt leider da nicht hin teleportieren, aber was ich jetzt machen kann, ist hier hingehen und schon mal nochmal so einen Schall... Vergaß, dass die da sind. So einen Schallangriff machen. Hat die immer ein bisschen betäubt. Ich verliere wieder einen. So, der Zombie ist down. Die haben sich leider jetzt hier ein bisschen geheilt. Aua. Eieiei. Initiative reduzieren. Empfindlichkeit gegen jegliche Art von Schaden. Ist nicht drin. Ich kann das echt nicht auf die casten. Warum kann ich das nicht? Das ist doch witzlos dann. Ach, ich kann auf beide casten, deswegen. Ja gut, das ändert ein, zwei Dinge. Ich warte hier ganz, ganz kurz, bis die hier dran waren. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich habe da gerade ein ganz mieses Gefühl.
weil ich keinen Kampfzauber habe. Und die hauen mir halt jetzt jede Runde eine von meinen lustigen kleinen Hexenladies hier raus. Ja, der eine Schallschock, den hätte ich vielleicht schon anders setzen sollen. Bonusrunde, das ist gut. Man sollte ja mal einen von denen hier ausschalten, das würde ein bisschen was ändern, aber... Das passiert wohl tendenziell jetzt erstmal nicht. Einer ist down. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwas casten kann. Das ist nochmal 195 Schaden, aber es wird nicht reichen, um einen Kill zu setzen. Jetzt heilen die sich. Au, 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 au. Nee, das ist nicht mehr zu gewinnen. Nee, das laden wir. Da habe ich leider einen schweren Fehler begangen. Indem ich halt auch meine eigenen Leute weggeschockt habe, ne? Darf man auch nicht vergessen. Das hat sicherlich mit einer Rolle gespielt. Trotzdem behaupte ich, war das richtig, diesen Angriff, also dass sie sich selbst angreifen, am Anfang auf die Riesen zu casten. So, man könnte aber auch am Anfang hergehen und dafür sorgen, dass die sich jetzt erstmal ordentlich schwächen. Also du gehst dahin. Du bleibst tatsächlich da. Ich werde versuchen, hier diesen Schallangriff zu machen. Und du gehst dahin. So, Zauber. Wehrlos. Einheitenrüstung reduzieren. Einheiteninitiative. Nee, ich mache tatsächlich den Wahnsinn auf euch. Gut. Dann gehst du jetzt dahin und machst das da. Es geht nicht. Okay, man kann das nicht auf da oben machen. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Dafür hat sie dieses Mal sogar schon komplett ausgeschaltet. Okay, go. Man merkt halt, RNG ist halt auch mit dabei, ne? Und die müssen halt dringend weg, die Viecher hier. Hau drauf, komm. Leider lebt halt einer noch. Autsch. Warum sind die jetzt so früh dran, diese Mistviecher? Ich gehe jetzt erstmal da hoch und werde erstmal jetzt hier einfach diesen Schallangriff machen. Das hat die jetzt hier schon mal ein bisschen betäubt. So, jetzt machen wir hier mal solche Empfindsamkeit gegen jegliche Art von Schaden auf die beiden. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Jetzt muss einer von denen hier raus.
Ey, ich habe schon so viele jetzt hier verloren, dass ich ehrlich gesagt nicht mal mehr sicher sagen kann, ob das überhaupt noch machbar ist, ne? Das hier ist eher so ein... wie so eine Challenge, sage ich jetzt mal. Autsch. Ja, die Mädels haben es gleich hinter sich, ne? Unwissenheit. Ich reduziere jetzt mal die Initiative von den allen. Okay. Einen kriege ich hier raus. Das war gut. Autsch. Und den bekomme ich zum Glück auch raus. Kann ich jetzt hier noch irgendetwas machen? Wehrlos vielleicht. Nee, ich habe keine Zauberkunst mehr. Ich habe alles benutzt. Oh, das ist gut, dass die jetzt hier sogar als erstes dran waren. Das war sehr gut. Hat sie nochmal betäubt. Und jetzt kann ich hier nochmal einen ausschalten. Der macht doch immer weniger Schaden jetzt. Eieiei. Wo teleporte ich mich jetzt am besten hin? Ich will nicht von beiden Seiten angegriffen werden können, das wäre scheiße. Ich gehe dahin, dass ich jetzt da hinten stehe. Ah, ich kann mich halt auch nicht heilen. Oh geil, die Bonusrunde hilft. Aber man sollte sowas halt auch mal früher bekommen, ne? Also wenn man halt noch ordentlich Kampfkraft hat, die wir jetzt halt einfach gerade eben nicht haben. Deswegen... Oh scheiße. Ja okay, das hat geklappt. Jetzt muss ich versuchen auf Zeit zu spielen, wobei ich glaube, der reckt jetzt halt jedes Mal, oder? Ja, der reckt jedes Mal. Okay, wir laden das nochmal. Fuck my life. Ich will das hinkriegen. Einen Versuch machen wir noch in dieser Folge. Einen machen wir noch. Dann muss ich aber mal schauen, was jetzt hier wohl der beste Weg wäre. Komm schon. Also diese Schlacht ist deutlich schwerer als die mit dem Zwerg. Obwohl ich zaubern kann. Man muss halt herauskriegen, in welcher Reihenfolge man was am besten irgendwie bufft oder debufft, ne? Zumindest fühlt es sich ein bisschen so an. Tatsächlich gehe ich jetzt, glaube ich, mit den Mädels dahin. Dahin. Und dahin. Oder? Ne, ich will, dass die Riesen erstmal gar nicht zum Einsatz kommen. Erstmal casten. Seuche. Findigkeit für Schaden. Einheiten Initiative senken. Ausrüstung. Ne, Wahnsinn ist, glaube ich, wirklich am Anfang das Beste, was du machen kannst. Ich gucke mir das an und denke mir das durch und ich kann mir einfach keine bessere Möglichkeit vorstellen. Wenn ich ehrlich bin. Du kannst da rein, ne? Oh geil, warte mal, die kann da rein? Okay, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, dann ist klar, was wir jetzt hier tun. Das hat schon mal gesessen.
Das musst du halt auch erstmal sehen, dass du da hin kannst. Es gibt ja hier noch vier, ne? Der RNG ist hier schon sehr, sehr heftig am Start. Jetzt ist es nur noch einer. Und damit habe ich de facto schon drei gegnerische Einheiten ziemlich krass angehittet. Du gehst dahin. Und greifst die da an. Dadurch verlieren die jetzt auch wenigstens einen. Ja, ich habe dadurch jetzt quasi eine Einheit verloren, aber ich behaupte, das ist okay. Weil dadurch ist diese Einheit jetzt hier weg. Diese Einheit ist schon so gut wie weg. Ich habe jetzt eine Einheit hier verloren. Und der hier, der Junge, da findet irgendwie ein Konterangriff statt. Ja, dann machen wir den erstmal weg. Dann kontert der hier nichts mehr. Ach, diese scheiß Fäulnis. Ich warte noch ganz kurz. Und zaubere jetzt an der Stelle hier mal gerade eben. Also gut, ich möchte, dass jetzt hier empfindlicher gegenüber Schaden werden. Und das gibt es eine gewisse Chance, dass die Mädels das jetzt hier erledigen. Jawohl, kein Gegenschlag. Gut. Mhm. Die sind jetzt auf Verteidigung gegangen. Ich bin ja der Meinung, dass wir sie jetzt hier runterlocken. Da kommt auch schon der Erste und schießt. Du gehst dahin. Ach, die scheiß Fäulen ist eh schon wieder. Wie weit kommst du? Du kommst bis da. Das heißt, ich verstecke mich nochmal hier. Ist geradezu perfekt. Die sind down. Jetzt komme ich aber leider an diesen Miesling hier nicht ran, was mich sehr verdrießt. Okay, ihr lenkt jetzt hier schon mal ab. Gottes, nee, nee, das kann ich nicht machen. Ich brauche deren Damage. Ihr könnt jetzt hier euer Leben wegwerfen für die gute Sache. Dann haben die nämlich keinen Gegenschlag mehr. Und ihr beide überlebt das ja sowieso nicht. Dann machen wir jetzt hier noch wehrlos. Das hoffentlich was bringt. Ihr haut jetzt einen um, genau. Leider sind jetzt dran. Ey, wie oft die diesen Scheiß machen können. Ätzt mich voll an, ey. Und gleich noch... nein. Das Dumme ist halt, die sind halt danach gleich wieder dran, ne? Also greifen wir doch direkt an. Hauptsache Schaden gemacht. Sind alle tot. Jetzt ist es nur noch einer. Da durfte damit eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Ich habe keine Magie mehr für sowas.
Also es bleibt am Ende eine richtig knappe Kiste. Aber wir haben es geschafft. War aber ja auch bei den Zwergen auch so knapp, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, es geht noch besser, aber ich glaube, viel besser stelle ich mir schwierig vor. So, ich habe hier einen Bernsteinring bekommen, der 10.000 wert ist. Herzog Maximilian Salm. Warum minus 300 Führung? Was ist das für ein Crap? Keine Ahnung. Hören wir uns doch an, was der Typ zu sagen hat. Minus 300 Führung? Ey, das ist fürchterlich viel, was man da verliert. Furchtbar viel. Okay, er ist gar nicht mehr da. Okay, wir müssen also gar nichts mehr diskutieren. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.